Alter, ich habe, glaube ich, mit das dümmste Selbstexperiment gemacht, was ich irgendwie gerade im Kopf hatte. Die Planken rein und dann schieben wir den restlichen Aushub nach links und rechts an die Seiten. Und dann hatte ich jetzt gedacht, dass wir hier, ja, hier so auf die Höhe, genau hier vors Shelter, die Feuerstelle machen. Halt ein kleines Loch. Und dann halt so gucken, dass wir hier noch ein paar Äste drüber legen, dass das dann so leicht die Wärme ins Shelter reinzieht. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann setze ich mich halt hier hin. Hier baue ich noch eine kleine Bank vielleicht. Und dann sitze ich einfach die Nacht ab und gucke Tieren zu. Mal gucken. Fürs Feuer brauchen wir etwas Birkenrinde. Die habe ich jetzt gerade mal geholt. Und jetzt werden wir erstmal hier das, was im Survival Kit drin war, diesen Zunder. Das ist ja so ein wachsgetränktes Zeug. Das werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Wenn nicht, haben wir auch noch die Birkenrinde. Und mal gucken, wie das funktioniert. Ich hole es einfach mal raus und dann jagen wir da jetzt erstmal ein paar Funken drauf. Ein Feuer braucht Sauerstoff und deswegen hageln wir jetzt erstmal die Funken da drauf und heben es dann hoch, damit der Sauerstoff und der Wind so leicht überall dran kommt und sich die Glutnester durch diese, ja, getränkten Wachs ziehen können. Durch diese Kohle. Wichtig dabei ist, dass die halt richtig aufgefusselt wird, dass das Feuer halt gut Angriffsfläche hat. Und dann habe ich halt Birkenrinde genommen und habe diese dann immer nach und nach vorsichtig draufgelegt und dann mit der nächsten größeren Größe angefangen von Stöckern daneben und oben drüber zu legen. Also kurzes Zwischenfazit bis jetzt. Das Problem ist, ich habe es eben auch schon mit der anderen Kamera gezeigt. Wie eben schon gesagt, das Problem ist, es ist halt alles gefroren. Im Sommer wäre das kein Problem. Der Zunder, der da drin war, hat gut funktioniert. Hier das Rohr hat funktioniert super. Ich kann euch das mal zeigen. Dadurch kommt man halt direkt unten dran und das bündelt halt die Luft. Und zusammengefahren ist es halt echt extrem schön klein, ist halt so teleskopartig. Aber das Problem ist halt auch, dadurch, dass ich keine Axt habe, kann ich nicht wirklich was spalten. Und das Holz lässt sich auch schlecht spalten, weil es halt komplett vereist ist, ne? Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich bin komplett durch, komplett nass. Das an. Also das Rohr hier ist echt mit mein Favorit. Der Feuerstahl auch. Also Feuerstahl kann ich gar nicht meckern. Macht gute Funken. Ja. Bin gerade hier so ein bisschen am Verzweifeln, weil das nicht brennt. Ich habe schon echt jetzt wirklich ein Glutlist da unten. Thank you.
So, ich teste jetzt mit euch nochmal die Taschenlampe, die mitgelieferte. Das ist jetzt halt die GoPro hat halt einfach schon vor, keine Ahnung, wie langer Zeit aufgegeben. Aber ich habe auf jeden Fall eine Sache, die die tauschen müssen bei dem Survival Survival Kit. Die müssen einen Schlafsack, also so eine Rettungsdecke als Schlafsack halt nehmen. Das machen auch manche Firmen, aber die halt noch nicht. Aber das ist viel praktischer, weil dann ist man wirklich von oben, von unten richtig dicht zu. Und ja, was ich auch merke, es kommen die ganze Zeit Krämpfe. Also alle paar Minuten kriege ich einen Krampf, weil ich halt nichts getrunken habe, aber hier die ganze Zeit geschleppt habe. Ich muss irgendwie meine Füße trocken kriegen. Ich gehe jetzt raus. Dann gibt es erst noch mal ein paar Hampelmänner. Ja. Kurzes Update. Meine Füße sind nicht mehr so gut. Also, die sind komplett nass. Ich weiß nicht gerade, was ich mache. Was mir aufgefallen ist, das Dach ist extrem gut gedeckt. Also ich sehe ja hier, wo es durchschimmert. Schimmert da hinten so ein bisschen was durch. Aber an sich sonst ist das extrem gut gedeckt. Ich habe, glaube ich, mir das dümmste Selbstexperiment gemacht, was ich irgendwie gerade im Kopf hatte. Ich muss die ganze Zeit rumlaufen, weil es verdammt kalt ist. Ja, aber ich werde gleich meinen Plan B nehmen. Ja. Wie ihr seht, ich bin so gegen nachts um 3 Uhr in den Biwaksack gegangen. Weil, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich habe mir gestern die Hände wirklich verbrannt. Ich mache gleich noch mal ein paar Nahaufnahmen. Beim Feuer machen, weil die Hände einfach so taub waren. Das ist ein Socken. Ja. Ne, es hat die Nacht auch weiterhin geschneit. Beziehungsweise schneit immer noch. Und ich packe jetzt hier Sachen zusammen und dann gibt es noch ein Schlussfazit. Und ja. Fazit nochmal zu der Tour. Das war halt, ja, ein Experiment, was so nicht ganz durchdacht war. Es wird aber wiederholt im Sommer. Und so würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall bis 2.30 Uhr durchgehalten. Aber jetzt auch bei den Aufnahmen habe ich gesehen, dass mein Körper nicht mehr in der besten Verfassung war. Und dass man das nicht nachmachen sollte.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns in 5 Tagen zu einem neuen Video. Bis dahin.